Hallo und herzlich willkommen zu Legend of Carellia 1. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind immer noch in der Schlangengrotte. Hier sind wir gerade im Pantheon des Mondlichts. Erzählen die uns noch was anderes? Nö. Aber hier fehlt was. Is something missing here? Richtig. Tut es. So, weiter geht's. Wer die Karte auch verfolgt in diesem kleinen Mini-Video, der weiß jetzt, wir sind beim P. Und wir können hier mal wieder was ablegen. Ach, es geht wieder in alle Richtungen. Ich freue mich. Es ist auch so großartig. So, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Ich wollte schon sagen, da geht es nicht in jede Richtung. So, nehmen wir das mal wieder. Nehmen wir was anderes. Nehmen wir mal Lucky 1. So, links oder rechts. Da wir die ganze Zeit jetzt links gehen, gehe ich jetzt auch mal links. Oh Gott. So, da geht's nach unten und da geht's nach links. So. Also wir decken uns erstmal wieder mit Feuerbeeren ein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter nach links. Wir gucken mal, dass wir ein bisschen so das Labyrinth langsam mal Zug um Zug schließen können. Das wäre nämlich dann ganz gut. So, da geht's nirgendwo her. Das ist wunderbar. Das schließt das Labyrinth. Also wer schon mal irgendwie Karten gemalt hat, aus welchen Gründen auch immer, der kennt den Effekt. So ein Kartenschluss ist immer so, dass man jetzt wirklich alles abgeräumt hat. So. Hier können wir den Raum abschließen. Das tun wir auch mal eben. So. Da kommt wieder was rein. So, hier geht's da weiter. Da waren wir schon. Nach unten geht's. Und wenn jetzt meine Karte stimmt, ist hier oben der Feuerbeerenbusch. Ist er auch. Schön. So, das heißt, wir können jetzt mal anfangen, da unten mal ein bisschen was abzuräumen. Es bringt übrigens auch nichts in den Räumen, wenn er irgendwie mehrere da reinlegt. Okay. Das ist super. So, da geht es dann in alle Richtungen. Das heißt, dann können wir einmal kurz nach links gehen. Dann können wir nämlich da auch wieder einen Kartenschluss machen. So. Dann geht es nach oben. Das ist richtig. Das tut es in meiner Karte auch. Es geht nach unten. Da waren wir noch nicht. So, wir nehmen mal wieder frische Feuerbeeren mit. Immer frisch kaufen. Nicht nur bei der Nahrung, auch hier bei Adventures. So, dann wollen wir jetzt nach unten. So, da ist dieser Raum. Da geht's nach links, das tut es in meiner Karte auch. Nach rechts und nach unten. Da wir jetzt gerade ein bisschen dabei sind, alles abzuriegeln, was man nur abriegeln kann. Da ist der nächste Stein. Packen wir hier das Ding auch hin. So. Falls das jetzt einer übrigens nachmachen will, ich zeichne jetzt nicht die Orte der Steine ein. Das mal so für diejenigen, die das interessiert. Na. Speichern mal eben, nicht, dass ich mich jetzt irgendwie vertue. Irre. So. Hüpp.
So, wenn ich hier richtig bin, dann war ich hier schon. Und da oben ist eine Feuerbeere, ne? Genau. So. So, dann gehen wir jetzt mal eben nach rechts. In allen Richtungen. Okay. Dann gehen wir weiter nach rechts. Da geht's nirgendwo hin. Die erste offizielle Sackgasse. Ja, gibt's ja auch nicht so oft. So. Gehen wir wieder zurück. Und suchen uns einen anderen Weg. So. Ab. So, da waren wir schon. Da rechts waren wir noch nicht. So, das ist vollkommen okay, dass wir nach oben kommen. So, da geht's nicht weiter, ist die nächste Sackgasse. Das ist ja interessant. So, dann machen wir mal eben. Sind aber eine Menge Sachen jetzt, wo es einfach nicht weitergeht. So, dann gehen wir mal eben nochmal eins nach unten. Da waren wir auch noch nicht. Da kommen wir auch gar nicht weiter. Aber da sollte. Jetzt gucken wir mal wieder auf die harte Tour, ob meine Karte stimmt. Eine Feuerwehre sein. Das ist sie auch. So. Warum funktioniert die Karte? Das ist schon mal mit das Wichtigste. So, dann können wir den eben auch noch abschließen. Dann haben wir den Raum einen Aufweg. Wir waren weder oben noch unten. So. Mal gucken. Wir sind gespannt. Richtig. Da haben wir den Feuerbeerenbusch. So, wir waren noch nicht ganz oben. Gehen wir da mal eben hin. So, da waren wir. Die nächste waren wir auch. Und hier oben waren wir noch nicht. Sagen, dass wir da, obwohl wir haben ja überall Licht gemacht. Können wir eigentlich mal da oben hin? Genau, wir haben ja jetzt überall Licht. Also ihr seht, die Beeren bleiben natürlich da. Das macht die Sache natürlich um einiges einfacher. So, die Karte schließt sich immer mehr. Und bis jetzt stimmt sie auch. Das ist eigentlich das Wichtigste, wenn man sowas macht. So, den nächsten Raum hatten wir schon, aber den übernächsten Raum haben wir nicht. Genau. Jetzt sind wir genau über dem Mondlicht.
Haben wir denn noch was? Dann speichern wir eben wieder. Immer nur auf Nummer sicher. Das sind die alten Adventures und da ist die alte Regel: Speichere oft, speichere viel. Okay. So, wenn alles gut läuft, müsste hier unten eine Feuerbeere sein. Das ist sie auch. So, jetzt sind wir nämlich genau auf der anderen Seite, sage ich mal einfach. Dann können wir hier oben das mal abräumen. Gucken, wo geht's denn da weiter? Jetzt nur nach unten. Und da waren wir auch schon. Okay, so, wir gehen wieder zurück zu den Feuerbeeren. Tanken wieder nach. Und schließen den Weg nach unten. Da waren wir noch nicht. Da ist der nächste Stein. So, da geht's nach unten und nach rechts. Rechts ist klar, wo uns dieser Raum hinführt. Ja, wo führt er uns nach unten hin? Unten nach links. Und unten. So. Gehen wir noch eins nach unten. Okay, der geht nur nach unten. So, es darf wieder überlegt werden. Ist das eine gute Idee, nach unten zu gehen oder nicht? Nein, ist es nicht. Also von da aus kommen wir da nicht hin. Okay, also einmal wieder zurück. Das heißt, da fehlt uns noch was. So. Sollen wir mal gucken, wo es da weitergeht? Auch keine gute Idee. Also, können wir da auch noch nicht hin. So, da ist wieder der Feuerbeerenbusch. Ich mach mal eben noch einen Ringschluss. Dann haben wir das nämlich auch. So. Der passt genau zur Karte. Und dann ist rechts ein Feuerbeerenbusch. Richtig. So, und hier ist auch eine gute Gelegenheit, um zu speichern und die Folge zu beenden. Ihr seht, dieser Dungeon ist großartig, dieser Dungeon macht total viel Spaß und total viel Laune. Das einzige Schöne ist, wenn man dabei eine Karte zeichnet, ist er nicht ganz so nervig, als wenn man ihn wirklich sinnlos ausprobiert. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten und in der nächsten Folge machen wir hier genau weiter. Wo sollten wir auch hin? Brandon, was hast du dir eingetan?